Grüß Gott, einen wunderschönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen zurück in Tatzo seiner Hut. Wir pushen heute. Oder was heißt pushen? Wir übertreiben es heute, ne? Wir übertreiben es einfach ein bisschen. Heute kriegt's noch ein paar Style-Punkte dazu. Ja? Style-Punkte für den Drifter. Drifter kombiniert zwei Sachen. Einmal ordentlich Motor jaulen, ein bisschen querfahren und Style. Ne? Style gehört dazu. Und für den Style gönnen wir uns heute eine fette Unterbodenbeleuchtung. Für die Unterbodenbeleuchtung habe ich mir hier ein bisschen Zeug organisiert. Und zwar haben wir hier schöne RGB-Streifen, spritzwassergeschützt. Ne? Muss ja auch im Regen fahren können. Hier mit so einem schönen Stecker dran, dass man die connecten kann. Auf der Rolle sind jetzt 5 Meter drauf. Insgesamt habe ich 4 von den Rollen, also wir haben 20 Meter LED zum Verlegen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir sehr viel davon brauchen werden, weil wir werden es nicht nur im Unterboden machen, sondern wir eskalieren und legen es auch durch die Rathäuser und so weiter. Das alles leuchtet an dem Haufen. Das Ganze müssen wir natürlich auch irgendwie steuern. Dafür habe ich eine App auf dem Handy und natürlich braucht man dafür auch ein Steuermodul. Und dieses Steuermodul ist hier, das ist quasi der Spannungswandler, damit die nicht die vollen 12 Volt kriegen, die LEDs, weil sonst brennen die halt durch. Und hier ist unser Steuermodul drin. Das Ganze Teil hier hat mir der Leon gebaut. Vielleicht erinnert ihr euch, dem sein MX-5 sind wir in Altstädt schon mal gefahren. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Verbauen. Ich muss hier plus minus, ne, kommt auf den Schalter im Innenraum, Spannungswandler, Steuereinheit und die drei kommen dann direkt an die LEDs ran, beziehungsweise an diese Stecker hinten dran gelötet, damit ich einfach meine LEDs anstecken kann. Ihr wisst ja, ich bin nicht so Elektronik bewandert und habe da auch meistens nicht so Bock drauf, aber heute bin ich motiviert. Vielleicht schaffe ich es, ohne irgendwas abzufackeln, und hoffentlich funktioniert es am Schluss so, wie ich es mir denke. Ich lege jetzt erstmal los und werde diese Steuereinheit innen in meinem Dashboard verkabeln, dass wir da Saft drauf haben. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin selber ein bisschen verwundert, aber es funktioniert. Wir haben jetzt hier unser LED-Band. Schön, ne? Habe ich hier verlötet. Hier ist es angesteckt. Und die Idee ist jetzt, hier in der Mitte anzufangen, unten am Auto, und nach rechts und links mit jeweils einem Streifen weg. Wir können die Streifen, wenn die 5 Meter nicht reichen, hier hinten einfach nochmal einen anstecken und verlängern und dann x-beliebig irgendwo abschneiden, wo wir es wollen. Aber ich werde jetzt die Kabel quasi hier so fixieren, vorne dran an diesem Teil. Und dann fangen wir hier unten an diesem Träger an, einfach außen rum zu gehen, durchs Rathaus, Unterboden und so weiter. Steuerbar ist das Ganze übrigens per App. Ne? Ich kann mir hier einfach irgendwelche Farben aussuchen oder wie auch immer ich das haben möchte. Static oder irgendwelche Programme, die dann durchlaufen. Bei den Programmen kann ich die Geschwindigkeit noch ein bisschen einstellen. Alles universell, ne? Schön mit dem Handy bedienbar, so wie es sein soll. Aber dann fange ich jetzt erstmal an, hier das zu befestigen, und dann gehen wir einmal rund ums Auto rum. Sag's euch, ich weiß noch nicht, ob die Arbeit sich lohnt. Ist auf jeden Fall super anstrengend, weil das Ganze muss ja auch speziell im Rathaus so funktionieren, dass das Rad nirgends schleift beim Einlenken. Das heißt, wir haben hier ganz viele Fixierungspunkte außenrum. Naja, ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Ich hoffe gut. Ich mach mal weiter. Ich denke, das dauert hier noch ein paar Stündchen. Die Uhr sagt, ich habe in etwa 3 Stunden gebraucht jetzt. Muss sagen, ist aber auch gar nicht so einfach, die LEDs irgendwie schön an der Karosse lang zu legen. Ne? Ich habe erst versucht, mit so mitgelieferten Haltern das festzumachen. Das sind so ganz kurze Torx-Schrauben mit so Silikon-U-Halter, aber vergiss es, die kriegst du ins Blech nicht rein. Und dann habe ich mal angefangen, mit Kabelbindern alles zu fixieren. Wenn wir jetzt hier mal ins Rathaus gucken, ne? Hier ist ein Kabelbinder, da ist ein Kabelbinder. Also da habe ich so kleine Löcher gemacht, einfach durchgebohrt, Kabelbinder durchgeschoben, let's go. Wo ist denn? Nenne 30, du Schuft. Ich meine, es ist eh eine Drifterkarosse, ob da jetzt ein 3 mm Loch irgendwo drin ist. Scheiß drauf, ist wurscht. Natürlich möglichst alles ganz am Rand entlang gelegt, ne, damit man nicht die LEDs sieht, wenn man von der Seite reinguckt, sondern man möchte ja nur den Schein haben für das schönste Bild. Und dann hier direkt runter an der Karosse entlang.
unten am Schweller weitergefahren, an der Bremsleitung befestigt und an der Spritleitung. Ne? Ich denke mal, so alle 20 cm habe ich einen Kabelbinder hingemacht. Bin hinten tatsächlich unter der Hinterachse durch und nicht über. Die Befestigung ist einfach besser. Ja, gut, ist halt jetzt 5 Minuten mehr Arbeit, wenn man die Hinterachse rausmachen will, weil da muss man einfach schnell 2 Kabelbinder aufmachen. Oh, was eine krasse Arbeit. Hier hinten im Rathaus habe ich dann nicht mit Kabelbindern weitergemacht, weil da kommt man von innen nicht richtig hin, um die Kabelbinder durchzuziehen, sondern da habe ich einfach so, ja, ich weiß gar nicht, wie die Halter heißen, aber es ist einfach quasi so ein Kabelhalter, glaube ich. Das Ding durchgelegt und nicht zu krass angezogen, damit es die LEDs nicht kaputt macht. Und dann ist tatsächlich genau hier am Ende des hinteren Radkastens die LED zu Ende gewesen. Der E30 ist einfach ein kleines Auto. Ne? Wir haben ja vorne in der Mitte angefangen, Stoßstange rum, komplett durchs Rathaus, Unterboden, nochmal Rathaus und haben dann genau 5 Meter verbraucht. Perfekt, dass es so ausgegangen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz ähnlich. Hier habe ich jetzt noch eine kleine Änderung. Hier hinteres Rathaus kommt auch die LED und die war dann genau hier zu Ende. Hier bin ich über dem Tankstutzen durch und habe dann tatsächlich von der nächsten Rolle LED nochmal hier angesteckt und bin einfach unter der Ersatzradmulde durchgefahren, nochmal mit LED, damit wir hinten auch ein bisschen Schein unterm Auto haben. Leider habe ich hinterm Endtopf tatsächlich gar keinen Platz, irgendwie LEDs zu platzieren. Am geilsten wäre es natürlich, wenn so weit hinten wie möglich die LEDs sind, ne, dass man wirklich hier mit Abschluss des Fahrzeuges die LEDs hat, aber ihr seht, hier ist keine wirkliche Kante und dann sieht man auch die LEDs, das ist blöd, hier ein bisschen durchscheinen ist auch kacke, deswegen habe ich es einfach unter der Ersatzradmulde durchgeführt, wir werden nachher sehen, inwiefern das gut oder nicht gut aussieht, das Ende dann natürlich schön verschlossen von der LED. Ich bin gespannt, wie das aussieht, ey, dann spack ich mal die Räder wieder drauf, mach die Stoßstange dran, es ist sowieso schon 22 Uhr jetzt, dann fahre ich mal raus aus der Halle und wir gucken einfach mal, wie es ausschaut, ne? Ja, kann sich doch sehen lassen, oder nicht? Finde ich auf jeden Fall ganz geil, muss ich sagen. Am allerbesten gefällt es mir entweder mit Rot, weil es dann gut zu den Rücklichtern passt, oder eben komplett weiß, weil es dann vorne auch mit den Angel Eyes sehr gut harmoniert. Aber an und für sich sehr gelungen, würde ich sagen. Ich finde es auch geil, wie man so hinter der Bremsscheibe, hinter der Felge, wenn es dann wirklich dunkel ist, wenn man die Speichen so im Schatten sieht und da hinten drin Licht ist im Rathaus, ist auf jeden Fall sehr geil. Apropos Rathaus, wählt mich zum Bürgermeister. Gott, war der schlecht. Wobei ich sagen muss, Lila hat auch was, ne? Ah, da kann man so viel rumspielen. Aber jetzt stelle ich ihn erstmal wieder in die Halle, weil es ist spät und die Nachbarn freuen sich bestimmt eh, wenn ich jetzt in der Nacht diesen Haufen anlasse. Also, bis gleich. Another day, another Tazzo. Willkommen back in der Halle. Draußen ist hell, Sonne ist nicht shining, ist Scheißwetter, ehrlich gesagt. Aber hey, Unterbodenbeleuchtung läuft, das ist doch alles. Hä? Ich habe jetzt noch spontan gerade vorher einen Kauf getätigt. Keine Angst, kein Auto. Mal wieder ein kleines Hallen-Upgrade. Wie ihr wisst, habe ich hier permanente Platzprobleme, so wie jede Schraube in seiner Halle wahrscheinlich. Deswegen hängen hier schon etliche Koffer an der Wand. Hier sind Schränke, die alle gefüllt sind. Workbank ist schon wieder voll, obwohl ich hier letztens erst ein Regal installiert habe und obwohl ich meine Achsen hier oben verstaut habe. Was machen wir? Also wir kaufen einen noch größeren Werkzeugschrank. Ich habe ihn auf Kleinanzeigen gefunden. Aber damit der hier unter meine Werkbank passt, müssen wir ein bisschen Bearbeitung vornehmen, weswegen ich hier schon Höherlegungsplatten für den Tisch habe. Herzlich willkommen zu Tatzo, seinem Heimwerker-Kanal. Warte mal. Wir machen das anders. So, Itzhütler, servus, herzlich willkommen zum Tatzo, seinem Heimwerker-Workshop heute. Wir machen heute unsere Werkbank ein bisschen mehr, sagen wir mal, besser, für ein bisschen mehr Platz, gell? Als allererstes müssen wir mal den ganzen Scheiß da ein bisschen freiräumen, gell? Dass wir ein bisschen arbeiten können auch. Weil wir müssen nämlich die Füße von der Werkbank runterschrauben, damit wir das Ganze ein wenig hersetzen können. Ich lege mal los, gell? Wichtig ist an erster Stelle natürlich auch mal der Arbeitsschutz, gell? Damit wir uns nicht verletzen, wenn wir irgendwas umeinander rauben und dass wir keinen Spreisel in den Finger kriegen, gell? Als nächstes dürfen wir uns natürlich den RP-Tools Schlagschrauber nehmen mit einer Schlagnuss, damit wir auch schön die Tischplatte von den Füßen lösen können. Hier wieder wichtig, Arbeitsschutz beachten, also Schutzschnurrbart tragen, gell?
sind die Schrauben dann rundum gelöst. Dann nehmen wir uns einfach einen handelsüblichen Hammer und schlagen die Schrauben ganz vorsichtig aus, damit wir das Holz nicht beschädigen. Ganz vorsichtig. Als nächstes müssen wir hier die Füße ein bisschen versetzen, ne? Weil wir müssen ja Spacks von unten reindrehen, dass wir nicht wieder in den gleichen Löchern rauskommen. Dabei ist zu beachten, dass wir die so platzieren, dass hier die Schränke so reinpassen, wie sie sollen. Da hole ich mal das Maßband. Man sagt ja im Regelfall so eine Schwanzlänge Platz für einen Schrank, ne? Aber ich denke, das passt hier ganz gut, du. Dann können wir als nächstes den 4 cm Multiplex-Platten da unten reinklatschen für eine Höherlegung. Und jetzt, wenn das Ganze soweit ist, nehmen wir einfach einen 120er Spacks und tun den da rein nageln. Wie Sie sehen, haben wir hier einen Fuß und dann haben wir einen Multiplex-Platten und dann haben wir einen Fensterausschnitt aus einem Baufritz-Holzhaus und dann müsste der von Länge eigentlich ganz gut reinpassen. Das Ganze jetzt nur noch 40 Mal wiederholen und dann ist das ganze Ding höher gelegt. Wir sehen Sie nach einer kurzen Werbepause wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in Tatsusein Workshop! Kuckuck, ich bin's wieder. Werkbank ist fertig höher gelegt. Wir haben jetzt 6-mal diese Multiplex-Platten unten drin für eine Höherlegung um 4 cm, damit der neue Werkzeugschrank auch unten reinpasst. Und jetzt habe ich gedacht, könnte ich eigentlich meine Werkbank an sich noch ein bisschen upgraden. Dafür würde ich gerne auf die Oberfläche einfach so einen Filzstoff drauf machen und dann noch so Folie drüber ziehen. Oder eigentlich ist es eher so eine Plane, so eine ölbeständige irgendwie so. Ich arbeite ja in einem CNC-Betrieb, das heißt, da ist immer alles voll Öl und mit dem Zeug beziehen wir auch unsere Werkbänke. Ich habe da mal ein bisschen was organisiert. Und zwar das hier alles. Wir haben hier einmal so selbstklebendes Filz, ne? Das klebt man dann einfach hier auf die Werkbank drauf. Das sorgt dafür, dass wenn man dann Werkzeug drauflegt oder irgendwelche Teile, die rund sind, dass die dann nicht rumrollen können. Und darüber kommt dann noch diese Folie, die wird dann einfach mit dem Tacker festgemacht. Das ist nicht nur eine optische Aufwertung, sondern es funktioniert dann auch besser, einfach dran zu arbeiten. Gefällt mir ganz gut. Vorher aber die Werkbank noch schön sauber machen, weil wie man sieht, ist hier mal ein bisschen Öl eingezogen und sowas auch. Das verhindert man übrigens auch damit. Ich mache am liebsten die Werkbank immer mit der Drahtbürste sauber, weil da kommt man richtig schön ins Gefüge vom Holz rein und kriegt auch den tiefer sitzenden Dreck daraus. Ich werde jetzt erstmal hier eine halbe Stunde wahrscheinlich rumbürsten, dass das Ding ordentlich sauber ist. Dann fange ich an, den Filz drauf zu kleben und im Anschluss ziehen wir noch den Stoff drauf. Und dann sollte die neue Werkbank eigentlich fertig sein, wenn dann noch Schraubstock und Schleifbock drauf befestigt sind. In dem Sinne, Pause ist vorbei, weiter geht's. Werkbank ist fertig soweit, ne? Kommt auch mega gut raus mit dem Industriestoff. Ich habe hier tatsächlich eine Kante drin, weil diese Fensterausschnitte aus dem Holzhaus nicht komplett gleich breit sind. Das heißt, wenn man hier ein bisschen reindrückt, dann sieht man, dass da eine Kante ist. Aber es sind nur 1,5 cm. Das geht schon klar, denke ich. Wie gesagt, der Mist ist ölbeständig. Ich hoffe, das wird eine Weile halten und nicht so schnell reißen. Ich muss hier leider auch einmal stückeln und das Ganze verlängern, weil ich nicht genug Stoff hatte, um mir eine komplette Bahn zu legen. Das klingt irgendwie falsch. Naja, jedenfalls bleibt jetzt nur noch eine Frage. Ich habe ja den neuen Schrank besorgt und das Ganze gemacht, damit der unter die Werkbank passt. Die Frage ist jetzt, warum habt ihr zum größten Teil meinen Kanal noch nicht abonniert? Macht es mal, das kostet nichts und das ist super. Tatsu freut sich dann. Nein, Quatsch. Ich räume jetzt hier mal alles auf die Seite und dann fahren wir mal den neuen Schrank rein. Ihr habt ihn ja noch gar nicht gesehen, ich zeige ihn euch mal. Ja,
Jawohl, ich kann schön zugucken. Etta. Der neue Tuning-Schrank steht an Ort und Stelle. Ich hatte Gott sei Dank per Helfer da, den da reinzuschieben. Der ist nämlich ganz schön schwer, ist ein bisschen älteres Modell, aber noch sehr gut in Schuss. Der hat kugelgelagerte Schubladen, ne? Alles tipptopp, massives Teil, schwer und hat halt mega viel Platz. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen Zeug umgeräumt. Was ich noch vorhab, ist hier von einem Kollegen so Schaumstoffeinlagen wie in einem Werkstattwagen fräsen zu lassen. Das heißt, alles, was man noch zusätzlich an Werkzeug hat, wie zum Beispiel hier diese knickbaren Ratschenringschlüssel, die kann man dann alle schön statt in diesem komischen Sack einfach in eine Schaumstoffeinlage reinpacken. Der steht jetzt halt ein bisschen vorne raus über die Kante, aber ging halt leider nicht anders. Ich habe das jetzt auch noch bezogen in diesem Stoff hier oben, dass es ein bisschen matcht und nicht so scheiße ausschaut. Und für diesen Schrank fällt der alte Werkzeugwagen, kann raus, dass ich hier wieder mehr Platz an der Wand habe. Und der alte Schrank, der vorher drunter war, der kann auch raus, ne, hier das Teil. Das heißt, ich habe endlich mal wieder ein bisschen mehr Platz in der Halle. Mal schauen, wie lange uns geht immer der Platz aus. Den Schrank habe ich übrigens, falls es irgendjemand interessiert, für 200 Euro gekauft. Klingt erstmal viel, aber so ein Teil kostet halt neu über 1000. Ne? Ist halt, wenn du einen gut qualitativen Werkzeugschrank willst, die sind halt echt schweineteuer. Für den Schleifbock muss ich mir noch was überlegen. Eventuell mache ich mir da irgendwo eine Wandhalterung hin, dass der schwebend ist und nicht auf irgendeinem Fuß steht. Ah, hier liegt auch noch das Heckblech vom Motorrad rum. Morgen früh wird Motorrad wieder zusammengebaut, es braucht wieder TÜV. Juti, im Großen und Ganzen war's das, ne? Unterbodenbeleuchtung läuft. Tazos Heimwerker-Workshop ist auch erfolgreich ausgegangen. Dann wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit, bis wir uns im nächsten Video sehen. Oder heute Abend im Livestream, 19 Uhr auf Twitch, wie immer montags, ne? Ja, nicht wie immer, aber wie meistens. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Jetzt noch viel Spaß mit den Outtakes und dann, soll ich noch irgendwas Kluges zum Schluss sagen? Man sagt ja im Regelfall so eine Schwanzlinge. Ganz vorsichtig.